Dieser süße Kerl, den ihr hier seht, ist unser Jubasch. Er ist 4 Jahre alt und 54 cm groß. Der junge Jubasch lebte bei einem Fischer in der Nähe von Almeida, angekettet an einem Hundehaus aus Beton. Der Fischer behandelte den jungen Hund schlecht. Jubasch bekam oft nichts zu essen und auch kein frisches Wasser zum Trinken. Glücklicherweise konnte der Besitzer überredet werden, Jubasch zur Adoption freizugeben. Bei seiner Ankunft auf der Pfötchenfarm hatte er viele kahle Stellen am ganzen Körper und war in keinem guten Zustand. Es bestätigte sich schnell der Verdacht, dass Jubasch Leishmaniose hat. Diese ist mittlerweile jedoch gut eingestellt und Jubasch ist wieder fit. Er bekommt alle 4 Monate Laichgard, sonst nimmt er aktuell keine Medikamente. Mittlerweile zeigt er sich als ganz normaler, gesunder, neugieriger und aktiver Hund. Der große Schatz mag die Menschen sehr gerne und freut sich immer, wenn wir ihn streicheln und Zeit mit ihm verbringen. Er zeigt sich aufgeschlossen und freundlich und versteht sich auch mit anderen Hunden sehr gut. Jubasch ist fit, aktiv und nicht überdreht. Er ist ein total süßer, angenehmer und verschmuster Kerl. Und an der Leine läuft er auch schon relativ gut, wie man gleich in dem nächsten Video erkennen kann. Wir möchten nun, dass Jubasch das Glück einer eigenen Familie erleben darf. Wer nimmt den tollen Kerl, der alle Freiwilligen um seine Finger wickelt, bei sich als vollwertiges Familienmitglied auf und schenkt ihm ein tolles Leben 2.0? Wenn du ihm diese Möglichkeit geben möchtest, dann melde dich doch einfach bei uns. Alle Infos dazu findest du unten unter dem Link in der Infobox.